Hi Freunde, lasst uns doch heute mal ein bisschen so über Filme quatschen und beziehungsweise Genres. Ja, schreibt mir doch gleich mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsfilm? Welchen könnt ihr 500.000 Mal schauen und ihr habt ihn immer noch nicht satt gesehen? Bei mir sind es ja so zwei Filme, die sich so die Waage halten, von denen ich einfach nicht genug kriege. Das ist einerseits ist das Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal. Ich finde einfach die ganze Geschichte und Jake Gyllenhaal einfach mega toll. Und andererseits ist es How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht. Ich kann diese Filme einfach beliebig oft sehen. Es ist mir scheißegal, wie oft ich sie vorhin schon gesehen habe und dass ich die Story mittlerweile auswendig kenne. Diese Filme repräsentieren einfach so alles, was ich an Filmen mag. Bei mir ist es nämlich so, dass ich wohne ja alleine und wenn ich abends einen Film schaue oder mal am Wochenende, an einem Nachmittag oder so, dann möchte ich einen Film schauen, der mich leicht berieselt und unterhält und den ich cool finde, bei dem ich entspannen kann, bei dem ich zurücklehnen kann und mich freuen kann, dass ich diesen Film jetzt sehe. Und ja, es soll halt auch ein Film sein, der mich gut gelaunt stimmt. Und das sind eben bei mir immer Fantasy-Filme und Animationsfilme. Ganz, ganz, ganz besonders Animationsfilme. Ich liebe Kinderfilme einfach. Also, sie werden ja tatsächlich auch, also bei mir auf der Swisscom-Box, als Kinderfilme deklariert. Alle diese Animationsfilme. Aber für mich ist das irgendwie halt so mein Lieblingsgenre, weil ich bin ja auch unglaublich nah am Wasser gebaut und bei solchen Filmen heule ich auch immer. Ich bin ja zum Beispiel auch wirklich voll der Disney-Fan. Ich liebe Disney-Filme. Die haben halt immer so eine schöne Botschaft, die sie nicht eben nur den Kindern, sondern eben auch den Erwachsenen mitgeben möchten. Was ich dann aber auch sehr cool finde, das sind Verfilmungen von Disney-Filmen, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel eben Die Schöne und das Biest, was ich hier am Freitag gerade geguckt habe, wo ich mich mega drüber gefreut habe. Und ja, ich wurde zu einer Pressevorführung eingeladen und oh Gott, ja, ich drehe jetzt das hier vor, aber ich freue mich so auf den Film. Das kann ich gar nicht vorstellen. Und schon bei Cinderella waren ja eine Freundin und ich da und haben, also sie, ich habe ihr ein Krönchen mitgebracht, weil sie mir so gesagt hat, aber wenn wir den Film dann schauen gehen, dann nur mit Krönchen, hat sie im Witz gesagt. Und solche Sachen nehme ich total ernst. Ich habe ihr dann ein Krönchen mitgebracht und sie musste dieses Krönchen tragen. Diesmal werde ich es wahrscheinlich nicht tun, aber die Idee war schon lustig. Das sind so die Genres, die ich wirklich am liebsten mag, weil ich möchte, eben wie gesagt, ich möchte beim Film gucken entspannen. Und wenn ich alleine bin und irgendwie ein mega krasses Drama sehe oder ein Thriller und ganz, ganz schlimm sind Horrorfilme. Ich hasse Horrorfilme. Ich mag auch keine Filme, wo Zombies drin vorkommen. Es gab einen einzigen Film mal, den ich wirklich auch im Kino gesehen habe mit Zombies, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da hat sich dann ein Mensch in einen Zombie verliebt und umgekehrt und der hat sich dann wieder zurückverwandelt in einen Menschen. Der ging noch so, aber sonst, ich hasse Horror. Das war ja auch mehr eine Liebesgeschichte, ne? Eigentlich, wenn ich so überlege, es war kein Horrorfilm, es war eine Liebesgeschichte, dann war es okay. Und ich bin dann eben auch ein Mensch, mir ist es scheißegal, wenn ich einen Film schon 10.000 Mal gesehen habe. Wenn ich den mag, wenn der mir gefällt, dann gucke ich den. Aber Horror kommt bei mir einfach nicht ins Haus. Ich meine, gerade wenn ich alleine bin zu Hause, will ich keinen Horrorfilm schauen und auch keinen Psychothriller. Das kann man gucken, irgendwie bei einem Filmeabend, wenn man mindestens zu zweit ist oder so. Okay, dann geht das noch, aber ansonsten, es kommt mir nicht in die Tüte. Alleine möchte ich einfach entspannen können beim Film. So. Was ich auch cool finde, ist Science-Fiction. Mit dem kann ich mich auch sehr, sehr anfreunden. Ich freue mich zum Beispiel auch mega auf Ghost in the Shell, was jetzt dann bald schon kommt. Der läuft ja schon überall also in den Kinos als Vorschau-Trailer. Mega geil. Vor allem auch mit Scarlett Johansson drin, freue ich mich ultra. Und ja, Serien. Kommen wir noch ganz kurz zu Serien. Ich schaue keine Serien, nicht regelmäßig. Ab und zu, wenn nichts Schlaues läuft, dann schalte ich mal so in eine Big Bang Theory Folge rein, aber was ich eh schon alles kenne. Aber ansonsten gucke ich nicht wirklich Serien. Ich habe mal
Dr. House ziemlich kurzer Zeit durchgesuchtet, aber ich habe den ganzen Tag dann nichts anderes mehr gemacht und das ist, ich falle dann wirklich in so eine Sucht rein und das möchte ich mir selber auch nicht antun irgendwie. Und was ich dann gucke, ist zum Beispiel Game of Thrones, mag ich mega, aber dann kommt halt einmal die Woche eine Serie und die gucke ich dann. Aber so wirklich eine Serie mir kaufen und das dann anschauen, das ist nicht so meins. Ja, ist halt so. Ich stehe halt mehr auf Filme und, also wenn überhaupt, ich Fernseher gucke, weil sonst zocke ich ja sehr viel. Ja, wie schaut's bei euch aus? Was sind eure Lieblingsgenres? Welche ist euer Lieblingsfilm, euer Lieblingsschauspieler und so weiter? Oder ja, seid ihr auch eher der Typ, der gar nicht Fernseher guckt, nur YouTube-Videos oder so? Weil bei mir ist es ja nicht so. Ich gucke ja wirklich gerne Fernsehen eigentlich. Ich gucke auch abends ganz gerne zum Beispiel Germany's Next Topmodel im Fernsehen. Also solche Sachen, das finde ich ganz okay, mal so ein bisschen Unterhaltung. Aber sonst, ja, bei mir läuft der Fernseher eigentlich nicht sehr viel. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Wenn nein, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, warum nicht. Und damit ich mich auch stetig verbessern kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!